So, und willkommen zur nächsten Folge Divinity. Wie in der letzten Folge schon gesagt, gehen wir jetzt da vorne links. Ja, an der nächsten Kreuzung bitte links abbiegen, sagt ihr Navigationssystem. Ich hoffe, dass die letzte Folge jetzt nicht so lang geworden ist, weil irgendwie habe ich vergessen, sie zu beenden. Ich war total hier ins Spiel konzentriert und so weiter. Naja, was soll's. Shit. Was ist das da vorne? Naja, holen wir erstmal unseren Fred auf Stufe 11. Hallo, Freddy. Und komm mal mit, weil ich weiß ja natürlich, Banditenmagier werden sonst. Fred, kann ich auf deine Hilfe zählen? Ja, sehr schön. Au, au, au. Hallo? Warum rennst du von mir weg, du Penner? Ja, ja, der auch, natürlich. Rennt auch noch weg. Hallo, ja, ich habe gehört, dass du ein Heilmittel brauchst. Nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht. Und dich noch hier. Und Banditenschütze, tot. Und dich nehmen wir auch noch mit. Bäm. So, der ist auch tot. Schön viel Erfahrung bekommen. Und ein Heilelixier. Haben wir 9. So, das war das, glaube ich. Ich glaub zu wissen, wo ich bin. Weil da vorne sollten eigentlich höher leveligere sein. Ja, klar. Speer des Schwarzen Ordens. Scheiße. Wir sind auf Stufe 11. Sind doch schon ein bisschen gefährlicher. Kampfpunkt 4. Damage. So, sehr schön. Seht auch viel, viel mehr Erfahrung. Also viel, viel mehr als bei den anderen Banditen. Und das sind halt auch diese Speer, die vorne den großen Tempel, wo wir eigentlich hin müssen, bewachen. Und ich warte da, bis ich Stufe 13 bin oder höher. Bis ich da, ouch, natürlich, er trifft mich, klar. Bis ich da mal ein bisschen besser bin. So, er ist auch tot, oder? Hallo? Ach, guck mal, da steht auch noch einer. Hallole! Ich begrüße Sie recht herzlich. So, ach, guck mal. Beutetasche, was hast du? Trank der Verjüngung, sehr schön. Natürlich, lass mich doch in Ruhe da drüben, mein Gott, nee. 4. Schön, dass wir jetzt so viel Mana haben. Kann ich immer wieder meine Zaubersprüche anwenden? Ist da was drin in der Kiste? Du, Kiste. Ah ja, guck mal, da war wirklich was drin. 76 Gold. Sehr schön. Und hier wieder mal ein Pilz. Und da hinten sind nochmal zwei von den Gestalten. Shit, da auch. Nein. Red, Hilfe. Damage. Bam. Komm, du bist fast tot. Hopp, Fred, noch einmal bitte. Dankeschön. Und da hinten haben wir auch nochmal 3, 4, 5. Was weiß ich, wie viele. Keine Ahnung. Irgendwie genug. Genug, dass wir abbrechen könnten. Genug, dass ich erstmal ein Quicksave mache. Bevor ich da jetzt reinrenne, wie so besoffenes Frettchen. Frettchen! Bam! So, Fred, du bist an der Reihe. Fred, ich verstecke mich mal hinter dir. Autsch. Oh mein Gott! Wetef! Das sind die Magier! Geht doch weg! Geht doch weg! Fuck! Fuck, 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 fuck! So, Heiltrank, sehr schön. Komm, Fred, go, Fred, go, Fred, go, Fred, go, Fred. Ich mach mich mal hier ein bisschen auf den Staub und nehme nochmal einen Heiltrank. Bevor ich hier noch wegrecke. Komm, Fred. Du bist unser Mann. Oh, Fred, wenn du das nicht schaffst, wer dann? Na gut, ich helfe dir. Ich bin ja nicht so. So, der ist tot. Und da oben, oh mein Gott, was zur Hölle? Was zur Hölle ist das, Leute? Ich will da nicht näher hin. Komm, Fred, machst du den mal bitte? Dankeschön. So, wir machen hier erstmal Punkt speichern. Weil das Vieh sieht doch etwas arg aggressiv aus. Mein Gott, was ist das? Ist das ein Bau? Ich würde nicht so nah rangehen an dieses Ding. Ja, danke, dass du mir den Tipp gegeben hast. Wer hätte es gedacht? Habe ich jetzt gerade Quicksave gemacht? Ich mach nochmal. Einfach nur, weil ich jetzt nochmal näher dran gehen kann. So, wir gehen mal näher dran. Was ist denn das für ein Buch? Höllentor-Sockel. Okay. Oh mein Gott. Warum erscheint er da? Was ist das für eine Muschi? So, tot. Kann ich das nochmal aktivieren? Ach, cool. Wie doof ist denn das? Wie doof ist denn das? Ich krieg ja so die ganze Zeit EP, oder nicht? So, und Damage. Komm, nochmal. Ich glaube, ich krieg immer mehr Gegner. Ich glaube, ich warte mal, bis der Fred weg ist. Cool. Kommen da immer mehr Gegner raus? Das wäre ja total cool. Könnte ich mich ja cool trainieren hier. Richtig gut. So, Fred, ich beschwöre dich nochmal. Ja, klasse, jetzt ist er weg. Tschüss, Fred. Verpiss dich ruhig, während ich dich wieder beschwören will hier. Penner. Was ist das eigentlich für ein komisches... Ah ja, jetzt ist es weg. Okay, ich dachte schon. So, wir nehmen mal kurz die schwarze Rose, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Ich frage mich echt, was für ein Ding das ist. Sieht schon ziemlich hässlich aus. Aber ansonsten, naja, richtig schön her.
Wir begutachten die schöne Landschaft hier mit ihren Vögeln und ihren was weiß ich was. Komm, Fred, bist du mal bereit? Wird ein bisschen langweilig. Bist du? Ja, danke schön. So, dann beschwören wir uns nochmal ein paar von denen. So, drei Stück, sehr schön. Drauf, drauf. Bäm, drauf und drauf. Was geht? Hey, lass mich in Ruhe, Penner. Bäm, Damage, tot. Und du noch hier, weil ich auch nichts Besseres zu tun habe. So, wir beschwören sie noch einmal, damit es vier dann sind. Wow, wow. Wow, was ist das für ein Vieh? Was, Fred? Fred, dürfte ich wissen, was das für ein Vieh ist? Fred, kannst du mir da, Hey, hey, ich bin gefiert, ich bin gefiert. Nein, ich will nicht gefiert sein. Egal, bin ich halt weiter weg von dem Vieh. Halt vier. Bam, Damage, Damage, Damage. Sehr schön. Jetzt hier ein bisschen ausweichen. Fred, ich gehe mal auf Nahkampf. Au, natürlich, tu mir weh, du scheiß Höllen, Tor, Dämon. Whatever. Was bist denn du für ein Vieh, Mann? Nein, ich bin schon wieder gefiert, Mann. Au. Ja, Fred, schieß mich doch ab. Mein Gott, nee. Ich stehe auch nicht im Weg. Wow. Allerdings nur einer von vielen Dämonen, die es zu bekämpfen gilt. Oh mein Gott, da kommen noch mehr von den Viechern. Na super. Cool, ein Questgegenstand. Und gesegnete Veredelung des unbeugsamen Willens. Das ist auch cool. Und noch eine Veredelung. Wow. Hey, das Ding ist explodiert. Oh mein Gott. Cool. Habt ihr es gesehen? Wir sind voll die Pros. Ich und Fred hier, die Homies. Okay, das war jetzt cool. Cool, 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 cool. Alter, wir sind voll Skill Air. Skill Air. Nein, aber wir suchen jetzt noch ein paar Gegner, weil das war doch recht viel Erfahrung, die ich gerade gekriegt habe von dem Vieh. 800, glaube ich. Hey, magst du die Zugbrücke runter? Da, Vogeli, Vogeli, würdest du uns die Zugbrücke runter machen? Nein, ich glaube nicht. War klar. Gehen wir mal darunter. Habe ich denn schon gespeichert? Ich vergesse das immer. Egal, machen wir nochmal Quick Save. Einfach nur aus Sicherheit. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Sehr schön. So, dann gehen wir mal da hoch, weil da scheint niemand nichts mehr zu sein. Warte mal, ich schaue mal, wo ich bin. Ich bin hier an dieser Festung. Ja, komm, da schauen wir uns auch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch einen von den Dämonen. Ich fand den Roch doch recht cool. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist das? Geh weg! Hey, hier, schnell, weg von der Mine. Was zum Teufel ist hier los? Wir sprengen das Tor, weg. Okay. Okay, okay, okay. Okay, nein, geh doch vom Tor weg. Ach so, ich bin schon weg. Oder was? Oder wo bin ich? Wo bin ich? Hallo, wo bin ich? Und warum sprengen die das Tor? Wow! Oh mein Gott. Idioten. Natürlich, da liegen sie ja halbtot rum. Narren, denkt ihr, bloßer Stein kann den schwarzen Ring aufhalten? Unser Dämonenanführer Baal ist hier und wird das Siegel für den Verdammten finden. Und jetzt werdet ihr dreisten Schwachköpfe den Zorn des Rings zu spüren bekommen. Muss ich jetzt damit kämpfen? Göttlicher, erbarme dich unser. Der schwarze Ring ist überall. Okay, weiter. Denk hier, wenn euch euer Leben lieb ist. Kein normaler Sterblicher hat gegen diese Brut aus der Mine eine Chance. Wir haben Damians Truppen hier zu suchen. Was haben Damians Truppen hier zu suchen? Ich weiß nicht, aber Gildemeister Wilhelm vielleicht. Leider war er im Hauptgebäude, als wir angegriffen wurden und ist wahrscheinlich tot. Das ist ja schön zu hören. Macht, was ihr wollt. Wenn ihr dabei Wilhelm retten könnt, umso besser. Aber werft mir später nicht vor, ich hätte euch nicht gewarnt. Naja, wenn ich tot bin, dann kann ich dir schlecht was vorwerfen, Junge. Also macht dir keine Sorgen. Ich verschwinde jetzt und bleibe erst wieder stehen, wenn ich einer Garnison Champions über den Weg laufe. Viel Glück. Ich hätte gern dein Schwert, das sieht total cool aus. Schade, dass ich hier nicht einfach Leute töten kann, weil sein Schwert finde ich doch recht cool. So, darf ich mich hier jetzt wieder bewegen? Dankeschön. Geht, wenn ihr nicht hier und jetzt da mir einen Sieg schenken wollt. Hat das jetzt gerade die Tussi zu uns gesagt? Tja, das schien ja gerade recht, weil wir gehen jetzt trotzdem weiter. So, wir machen jetzt eine auf Skill Pro. Ich glaube zwar eh, dass wir ablosen. Soll das, weil Fred gleich weg ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ruhig, Leute. Oh, Fred, du bist so doof. Du bist so doof, Fred. Das gibt's ja nicht. Bäm. Hey, stirb. Junge, habe ich gesagt, du sollst leben. Ich habe gesagt, stirb. So, und jetzt hier weg. Weg, 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 weg. Weil Fred ist noch nicht wieder hier. Weg, verfolgen die uns? Verfolgen die uns? Nein, bisher habe ich sie nicht gesehen. Okay, dann warten wir mal hier kurz. Solange sie sofort hier... Versprochen. Wenn sie uns verfolgen, kriegen die voll unseren Feuerzauber zu spüren. Hier die...
die Feiglinge. Ja, ich wollte Feiglinge sagen. Die sind doch nicht schwer, die sind Stufe 11. Mein Gott, nee, das ist keine Herausforderung. Ich versuch's nochmal. Komm, Fred. Komm. Komm, bei Fuß. Wir haben noch ein paar Leute zu killen. Hier. Vielleicht ein paar Skelette. Ich mach erstmal hier das Skelett fertig. Weil das sich hier schon schön anbietet. Anbietet, nicht anbietet. Stirb, du Scheiß. Ja, natürlich. Der beschwört einen Skelettmagier und der Skelettmagier beschwört einen Untertan. Natürlich. Was ist denn das für eine dumme Logik? Mein Gott, nee, lasst mich doch in Ruhe. Ich hab doch eh alle nichts drauf. Und so, Dattellaus. So. Ich lach noch ein bisschen drüber, dass ihr alle tot seid. Und warum sterben hier alle wie die Fliegen? Da ist dann noch nichts mehr. Ich hab doch jetzt alle umgebracht. Das war noch nichts Schweres. Hallo? Ich nehme mal nochmal einen Zaubertrank hier, damit mein Leben sich schneller wieder regeneriert. Hier sind ein paar Steine vor das Tor gefallen, okay. Eine Leiche mit was drin. Oh, Hühnchenkeule. Ich habe gedacht, das kriege ich bloß von Dingens. Von Hühnern. Und jetzt kriege ich auch noch von dir ein Hühnchenkeulchen hier. Ein Hühnchenkeulchen. Mein Gott, nee, hört sich das so kindermäßig an. Hühnchenkeulchen. Hühnchenkeulchen. Willst du auch ein Hühnchenkeulchen? Was will ich? Ach, die Kiste. Kiste, geh kaputt. So. Beutetasche, 72 Gold. Kann ich da unten rein? Hallo? Nee, anscheinend nicht. Ist da was drin? Ja, natürlich ist da was drin. Hallo, Kiste! Kiste! Du bist nicht leer, du bist voll. Mit Honigtopf. Juhu! Ein Honigtopf. Oh, ich habe einen Honigtopf. Und 52 Gold. Gegenstand für meine Sammlung. So. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre schwerer. Mein Gott, nee, was soll denn jetzt der Scheiß? Ich habe gedacht, hier wären ein paar Gegner. Nein, hier sind bloß ein paar Pussys, die nichts drauf haben. Kein Skill, Mann. Nur ich habe Skill hier. Ich und Fred Master. Fred, was machst du? Oh, der probiert seine Skills wieder aus, weil da jemand hinter der Tür steht. Damage! Versuch's doch. Okay. Schöner Bug, muss ich sagen. Durch die Tür umgebracht, das ist schön. Und jetzt mal ernsthaft, wie kriege ich die Tür da drüben auf? Ja, Vögel, ich höre euch. Ihr seid wirklich wunderschön. Ich mach mal kurz nochmal Quicksave hier. Ich gehe nämlich durch die Tür hier rein. Gedanken lesen kann oft sehr nützlich sein. Manch einer weiß, was weiß ich. Ich habe gehört, dass wir die Gefangenen bald in die Sklavenlager von Yutul Gor abtransportieren. Das ist schön. Warum transportiert man sie so weit, anstatt sie einfach zu töten? Die Grünhäute sind doch eh viel bessere Sklaven. Was sind denn Grünhäute? Unser Lord will für den Bau seiner fliegenden Festungen alle Hände und Klauen, die wir kriegen können. Und seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. Ja, würde ich auch machen. Wenn du damit andeuten willst, dass ich Damir nicht gehorchen würde, spielen wir versteck den Dolch in deiner Kehle und ich sorge dafür, dass du gewinnst. Nein, ich will gewinnen. Ach, halt die Klappe und lass uns Karten spielen. Der Gewinner kriegt das Mädchen von oben. Nein, das kriege ich. Sie hat die größten. Hey, ein Eindringling. Was hat sie denn? Die funkelnden Augen gehören mir. Oh, findest du meine Augen schön? Ich finde dich auch schön. Warum sind die Typen auf Stufe 27? Warum bin ich nicht auf Stufe 27? Bäm! Ja. Gut. Ich würde sagen, das haben wir wirklich sehr, sehr gut gewonnen. Also wirklich Hochhaus haben wir das gewonnen. Aber das hat uns wirklich nichts gebracht. Ne, jetzt mal ernsthaft. Die Typen sind Stufe 27. Was soll ich denn mit denen anfangen? Mein Gott, nee, die metzeln uns hier einfach weg, als ob wir nichts wären. Ja, okay, bringt uns nichts. Ja, dann können wir da nicht weiter. Ja, nein! Och, Dreck. Hallo. Ich muss ein Heilmittel. Hallo. Bam. Dieses Gift bringt mich um. Warum werde ich immer noch... Fred? Mein Gott, Fred. Bist du da? Schön. Dann greif doch mal an. Dankeschön. Ich bleib jetzt einfach mal hier im Kreis rennen. Das ist schön. Geht in die Tür nicht auf. Hallo, das Tür. Fest. Das ist super. Aber die Typen können uns natürlich angreifen. Was auch sonst. Bäm. So, Fred, noch einmal drauf. Da sind zwei Typen, oder was? Gott. Oh mein Gott. Au. Bäm. Nein, Leute, bringt mich nicht um. Bringt mich nicht um, mein Gott, nee. So, Timer, ich weiß, dass du abgelaufen bist. Jetzt lass mich mal hier in Ruhe. Ich bin gerade ein bisschen gespannt dabei. Sehr schön, Fred. Mach weiter so. Du reckst auch bloß halb ab hier. Was weiß das? Steht da immer noch da hinten? Ich glaube ja, gell? Oh ja, Knochenbeschwörer! Oh mein Gott. Dacht schon, der trefft uns. Bam! Und nochmal. Bam. So, er ist tot, oder? Ist der tot? Hallo? Ich habe keine EP bekommen. Dreck. Egal, wir nehmen mal kurz unseren Trank hier. Fred, wo bist du? Fred?
Ja, Fred läuft hier gegen einen Wagen. Ganz professionell macht er das. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sag dann mal hier bei einem schönen Sonnenuntergang, Aufgang, whatever. Auf Wiedersehen. Ciao.